Ja, ich bin immer noch in der Grotte. Wie es weitergeht, das sehen wir jetzt. Wenn schon Gizamaloke von Sinnen ist, dann heißt das nichts Gutes. Der König ist in Gefahr. Große Zitadelle Südentor. Achso, aber wir müssen vorher ein Gepäck durchsuchen, ist nichts Persönliches, gehört nur zu den Vorschriften. Aus Sicherheitsgründen musst du aber 5 oder 6 Schritte zurückgehen, gehört zu dir auch zu den Vorschriften. Das reicht schon nicht für ungut, gehört zu den Vorschriften. Wir können uns selber unter wenig unterhalten. Wir müssen unsere Kontrollen verstärken, weil nach einem jungen Mädchen und einem Mann im mittleren Alter gefahndet wird. Mann, was ist denn für Mörderknoten? Und angeblich soll dieses junge Mädchen die Prinzessin von Alexandria verdammt ähnlich sein. Endlich habe ich den Knoten aufgekriegt. Aber das ist doch die Tochter von Königin Brain, oder? Ich kann gar nicht glauben, dass die hübsch sein soll. Was zum Ratzinger ist denn das? Bei meinem langen Bein. Was ist denn dieser ekelhafte Gestank? Doch nicht etwa Gift? Was hast du vor, du Wahnsinniger? Sprich! Gestank, bedauere, etwas Stinkendes ist nicht in meinem Besitz. Ach, das sind doch diese Dinger, die du nicht magst. Eine Spezialität Lindblums, die berüchtigten Schweißgurken. Aber gleich einen ganzen Sack voll ist schon ganz schön heftig. Oh, es ist meine Leibspeise. Oh, was? Ohne sie bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Schon gut, du darfst passieren, aber vergiss ja nicht deinen Sack Schweißgurken. Ich bin euch zu äußerst dankbar. Schönen Dank und schönen Tag. Okay. Oh, das ist eine Kiste. Eine Kiste. Was mache ich bloß jetzt, wo mein Geschäft bankrott ist? Ich habe ja gar nicht mitgekriegt, weil ich auf der anderen Seite des Berges war. Oh, macht der Messer auf. Er hat gerade alles verloren. Es hilft nichts, Sachen nachzutrauern, die schon geschehen und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Was ich sagen möchte, ist, dass, wenn ihr schon einmal hier seid, dann solltet ihr nicht nur zuschauen, sondern auch Taten schreiten. Stimmt. Ja, ihr habt ganz recht. Ich weiß gar nicht, warum ich so niedergeschlagen war. Vielen Dank. Okay, was ist mit dir? Ehrlich aussehender junger Mann, 12 Hämmer, 13 Meißel, 23 Meißel und dann noch ehrlich aussehender. Ach, ihr sucht voll Arbeit. Ja, so ist es. Ja, dann herzlich willkommen. Ich bin auch erst vor 5 Monaten hergekommen. Hier am Bordentor bin ich der aufsichtshabende Mechaniker. Aber außer mir gibt es eh nur noch einen Mechaniker. Mein Vertrag geht auch nur noch ein halbes Jahr. Nächsten Monat bin ich wieder am Schloss. Dann werde ich an einem Prototyp eines Luftschiffs mitarbeiten, das ohne Nebelantrieb fliegt. Die Welt außerhalb unseres Kontinents ist ja noch weitgehend unerforscht. Und eine Erforschung mit normalen Schiffen zu Wasser wäre zu riskant. Der Großherzog ist wahrlich ein Genie. Er hat als erster erkannt, dass die Zukunft in Luftschiffen liegt.
Ach, hör zu labern. Huch, aber verzeiht, jetzt habe ich mit langweiligen Geschwätz aufgehalten. Ja, hast du. Okay, muss ich mit dir reden aus? Irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Ich höre Gerüchte über irgendwelche Gespenster und überhaupt. Warum wurde das Südentor zerstört? Die Explosion, die sich kurz nach dem Durchflug dieser Klapperkiste von einem Frachtschiff ereignet, ist jedoch höchst merkwürdig. Okay, was muss ich mit dir reden, Arbeiter? Wozu gibt es diesen Weg hier überhaupt? Wer will schon runter bis zum Nebel und von Monstern gefressen zu werden? Wozu soll man es also reparieren? Aber so denken alle und weswegen wird das Tor hier nur von außen sauber gehalten. Außen hui, innen pfui. Okay. Kann ich jetzt hier auch krabbeln? Ich seid im Weg. Und was stimmt mit dieser Welt hier nicht? Bla bla bla. Okay, kann ich jetzt hier? Wie bitte das Tor zum Nebel ist immer noch defekt? Der Glaubwolle, er könnte für mich für dumm verkaufen, weil ich noch so jung bin. Bitte entschuldige mich. Okay. Ey du, stehen geblieben. Komm mal hier rüber. Gehört zu den Vorschriften. Oh, was ist jetzt? Jetzt rennt er auch nicht, jetzt läuft er. Mach gar keine Bewegung, bis ich dir ein Zeichen gebe. Jetzt dreh dich ganz langsam zu mir um. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Oh. Hör zu, zum Gipfel jenseits des Südentors zu gelangen, benötigst du einen Passierschein. Ich lasse ihn genau hier liegen. Und wenn ich verschwunden bin, kannst du ihn dir holen. Es ist deine Schuld, verstanden? Nicht meine. Du schleppst schließlich dieses stinkende Zeug mit dir rum. Den Passierschein. Ah, jetzt kann ich. Okay. So, können wir jetzt mal hier. Okay. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Steiner, kann ich rauskommen? Jawohl. Gut. Dann gib bitte Acht, dass keiner kommt. Jawohl. Boah, der guckt auch ein bisschen. Ich mag das Gesicht vom Steiner nie. Das ist eklig. Puh, endlich wieder frische Luft. Aber dieser Stein hätte mich beinahe umgebracht. Steiner, ich bin soweit. Seid ihr wohl auf, Prinzessin? Steiner! Wie war, oh ja. Ich meinte selbstverständlich Fräulein Lilly. Bis wir das Südentor hier passiert haben und Reno erreichen, müsst ihr mich so rufen und salutieren ist ab jetzt auch verboten. Sehr wohl. Ich werde darauf achten, dass wir in Treno angelangt sind und einen Weg gefunden haben, ins Schloss zurückzukehren. Dann lasst uns aufbrechen. Gut, dann kennen wir schon unser nächstes Ziel. Oh. Damit kommen wir zum Berggipfel, nicht wahr? Hinter diesem Berg liegt Alexandria, nicht wahr? Ich habe es auch ohne Zedern bisher geschafft. Haha. Am besten ihr vergesst diesen nichtsnutzigen Kerl gleich wieder. Darf ich das? Oh, ich wollte nur die Kiste haben. Oh, lol, ey. Also die andere Kiste. Eine Potion. Ja, ich werde erstmal meine Leute hier ausrüsten, würde ich sagen. Okay. Kann man noch eine Menge. Ne, Pestizid lerne ich schon hier. Weihrauch, Kannibale. Okay. Ah, nice.
Ja, nur einer. 12. Zauberabwehr, Zauberabwehr. Uiuiui, 4. Ja. Das Mädel ist nicht ganz so. Abilities. Mehr HP. Kannibale, Bestientöter, Bodyguard. Verletzt Hinterhalt, Gift toxisch, okay. Effektiv das neu. Mehr kann man nicht machen, okay. Eine Bitte. Einen Brief abgeben, okay. So. Schaut euch nur um. Noch ein paar Dinger kaufen hier. Und noch ein Zelt. Wollt ihr mit der Bergmeer fahren? Passierschein, bitte. Dankeschön. Und deswegen könnt ihr die einfach dann, ja. Fahren wir sofort los, oder? Boah, das ärgert mich, dass ich an die Kiste jetzt mal rankomme. Ist ja voll blöd. Heute ist mir nicht los. Setzt euch hin, wo ihr wollt. Okay. Okay. Wir werden kurz abfahren. Bitte noch ein wenig Geduld. Ah, noch nicht abfahren. Noch die alte. Oh, vielen Dank nochmal. Ich war zu danken. Alle festhalten. Puh, irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur verständlich, es war in der Tat keine einfache Reise von Lindblum bis hierher. Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie, euer standhaftes Verhalten gegenüber unserem Vorlord Mori im Wald der Schokobos und eure grandiose Strategie mit den Schweißgurken. Die Handlungsweise der Prinzessin ist gerade furcht... Was? Also, ehrfurcht ergibt... Was? Ehrfurcht gebietend und famos. Meine Fresse. Steiner, ihr sollt mich nicht so nennen. Oh, bitte verzeiht vielmals. Schon gut. Bei mir hat es auch etwas länger gedauert, nachdem ich sie dann auf meine Sprechweise hingewiesen hat. Der Gerl war die Frechheit der Person, selbstsüchtig und trotzköpfig. Und ja, zugegebenermaßen war er ein Mann der Tat. Aber dieses undistanzierte Verhalten gegenüber der Prinzessin, gegenüber Fräulein Willi, seine Abwesenheit kann nur von Vorteil sein. Ganz aufstehen, mein Bester. Freya, kümmert euch nicht um mich. Rette Pomerze, rettet unser Königreich. Pomerzi. Wer war das? Wer hat das gesagt, Pomerze zu überfallen? Wir sind voll geheilt. Ah, wir haben einen Stock gekriegt. Einen zur Eisra. Okay. Dann. Wo sind wir? Da. Gehe ich immer hier so ein bisschen außen lang. Wir haben einen Kampf. Gegen Skelett, okay. Können wir überspringen. Ach, jetzt Trunks und... Okay. Wir betreten mal dieses... Oh, Kisten, geil. Das riecht ja wie... Es ist mir bereits bewusst. Der Wind hat es mir verraten. Der Geruch von Verbrannten und der Geruch von Blut. Okay, also hinter Mond spüre ich den Rausch des Triumphes, gerade frisch vom Krieg geheimgekehrte Soldaten. Mir drängt sich irgendwie das Gefühl auf, dass es noch weit mehr mit diesem Krieg auf sich hat. Die Vorbereitungen dafür laufen mir ein wenig zu sorgfältig. Wir müssen uns spuren, Bomerza ist schon zu nah. Hey, mach mal, chill ich hier erstmal die Kisten jetzt hier. Ein Zelt, okay, geil.
eine High Potion. So, ist jetzt hier irgendwie was? Nein, okay. Ne? Okay, lass mal hier außen lang. Da ist was. Ein Kampf. Mal ein bisschen schneller hier. Skelette, okay. Howdy, Lukas. Achso, ich sollte ja in dieses Dings hier gehen, wo ich gerade war, ne? Also in diese. In diesen Ort. Die Rotationsklinge. Und, jawohl, da haben wir es erlernt. So, wir gehen mal hier hin. Sollten wir wahrscheinlich hin. Oh. Ey, jetzt alle 5 Meter ist hier ein Kampf. Kannst du ein bisschen übertreiben. Nur einer, okay. Wie ist es da? Wo jetzt hier? Also das ist die Heimat von Freya. Hey Freya, komm schon, beeil dich. 5 Jahre schon, seit ich meine Heimat verließ. Doch in meinen Tränen konnte ich sie nie vergessen. Keine Nacht, in der ich nicht von ihr träumte. Ich bin zu Hause. Auch ich habe da, was? Auch ich habe mich seit damals gewandelt. Und nun ist die Zeit gekommen, in der meine Fähigkeiten als Drachenritterin auf die Probe gestellt werden sollen. Auch ich werde alles geben. Ich auch. Gut, dann lass uns gehen. Umerza, Reich des ewigen Regens. Aber was hat das zu tun? Bin ich denn wirklich imstande, also sich darüber den Kopf zu zerbrechen? Dafür ist es jetzt zu spät. Der ist kaputt. Der auch. Doch. Schon wieder ihr, sag ich. Wirklich ein lästiges Pack. Seid bereit zu sterben. Töten. Na gut, ein Schwarzmagier. Die sind jetzt nicht so. Auch ein bisschen schneller hier. Naja, macht einen Blitz. Das ist ziemlich OP. Wieso verfehlt? Ihr seid ja immer noch nicht tot. Das wird dieser Generälin aber gar nicht gefallen. Genau. Und wenn ich erstmal und wenn die erstmal sauer ist, dann habt ihr gar nichts mehr zu lachen. Nichts. Ich nehme Dreck auf, Schotthaufen ist auch nichts. Auch kaputt. Boah, im ewigen Regen ist ja dann auch. Oh, Moment. Eine Goldnadel. Ja. Wer bist du denn, Freundchen? Ach, hier so eine Mimik. Hilfe rufen. Ah, okay. Fressen. Warte mal, ich kann doch jetzt. Eisra. Ja, hier. Sprung und geklaut. Elixier hat er mir geklaut. Bist du nur glatt? Oh, die Zeit ist vorum. Ah, die Zeit ist um.
Aber den Kampf machen wir zu Ende. Alter, einmal. Okay. Ein Echokraut. Und der haut ab. Azuki. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal in der nächsten Folge weiter, was sich denn hier so ergibt, alles weitere gibt in Bomerzia. Also, haltet die Ohren steif.